ich rücke jetzt dann nächste Woche in Person nach Frauenfeld in die Informatik-Rekruterschule ein. Die erste Woche E-Learning ist eigentlich ein bekanntes Szenario, da ich ja vor einem Jahr noch in der Schule war und mir dort auch schon Homeoffice hatte, war es eigentlich recht bekannt und keine große Umstellung. Von zu Hause weg sein in der Zeit wird sicher eine Umstellung sein, aber ich freue mich zuerst mal, alle anderen kennenzulernen, die dort auch sein werden. So, jetzt wird es eigentlich Zeit fürs Hallentraining. Kommt doch mit! Also das Ziel ist sicher, dass der Athlet die Möglichkeit hat, mehrere Mal pro Woche können trotzdem im Training anwesend sein, damit er erstens seine Entwicklung weiterführen kann und zweitens für uns als Verein ist es sehr, sehr wichtig, dass er trotzdem in einem gewissen Maß anwesend ist, im Training und wegkommt. Am meisten werde ich sicherlich die gewisse Freiheit vermissen, die ich daheim habe, meinen Alltag eigentlich. Ja, Zusammenarbeit mit der Rekruterschule Frauenfeld funktioniert sehr, sehr gut. Wir sind froh, dass es so gut klappt und Herr Dörfling die Möglichkeit hat, dass sie das Trainingsbein so absolvieren können.